Jeder mag groß. Je größer, desto besser. Menschen sind beeindruckt von Dingen, die größer sind als die Norm. Besonders, wenn es sich um Tiere handelt. Hast du schon mal einen riesigen Hummer gesehen? Wie wäre es mit einem Riesenotter? Wenn du auf große Dinge stehst, ist es an der Zeit, die Augen weit offen zu halten und zuzusehen. Denn wir haben einen Countdown mit den 15 größten jemals gefangenen Tieren. I've caught crayfish before, but nothing like this. This is, what's that, a couple of pounds? Nummer 14. Vetapunga. Der Vetapunga ist eine riesige Veta-Art, die in Neuseeland beheimatet ist und die größte ihrer Art ist. Wenn sie ausgewachsen sind, können sie mehr wiegen als eine Maus oder ein Spatz. Tagsüber verstecken sie sich meistens in herabhängenden Totenwedeln und Baumfahnen, Nikaupalmen oder Kohlbäumen. Nachts verlassen sie ihre Ruheplätze und bewegen sich in Bäumen oder auf dem Boden. In diesem Video kannst du sehen, wie sie sind, wenn einer in diesen Schutzhandschuh krabbelt. Ich muss zugeben, es sind grausig aussehende Kreaturen. Der Vetapunga, auch bekannt als Riesenveta, ist mit einem Gewicht von bis zu 50 Gramm das schwerste Insekt Neuseelands. Er ist die größte der 11 Riesenveta-Arten und eine der etwa 100 Veta-Arten, die in Neuseeland endemisch sind. Schau dir an, wie groß diese Veta in der Hand dieser Person ist. Das ist ein furchterregend aussehendes Insekt. Nummer 13. Andenkondore. Kalifornien und Andenkondore sind die größten fliegenden Vögel in Nord- bzw. Südamerika. Der Andenkondor hingegen wiegt 15 Kilogramm und hat eine Flügelspannweite von 3,2 Metern, was ungefähr der Länge eines Kleinwagens entspricht. In diesem Video kannst du sehen, wie groß diese Vögel sind, besonders wenn sie ihre Flügel ausbreiten. Das ist ein unglaublicher Vogel. Sieh dir die Brust dieses Vogels an. Ich würde gerne wissen, wie viel dieser Vogel auf der Bank drückt. Dieser peruanische Kondor hat schöne Farben und scheint recht freundlich zu sein. Du kannst sehen, wie groß der Vogel neben seinem Betreuer ist. Er ist eigentlich recht freundlich und folgt dem Betreuer. Nummer 12. Bullenelch. Elche sind große Tiere und der Elch in diesem ersten Video scheint der größte Elch überhaupt zu sein. Stimmt das? Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall ziemlich groß. Zu Beginn der Elchbrunft ist der Sheriff, der immer noch als der größte Elchbullen dieser Gegend gilt, ganz aufgeregt, wenn die Kühe und die Satelliten-Elchbullen in der Nähe sind. Sein Trompeten zeigt deutlich die Laute des dominanten Elchbullen, der den anderen Bullen zu verstehen gibt, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Dieser Elchbulle ist mürrisch und beschließt, diese Straße zu überqueren und dieses Fahrzeug zu rammen. Aber er bleibt kurz vor dem Kontakt mit dem Fahrzeug stehen. Sieh dir das Geweih dieses Elchbullen an. Es ist riesig und ich kann mir vorstellen, was für einen Schaden es anrichten könnte, wenn dieses Tier einen Menschen angreift. Nummer 11. Riesenhummer. Hummer können bis zu 1,2 Meter lang, 18 Kilogramm schwer und 100 Jahre oder älter werden. Laut Guinness World Records wog der schwerste jemals gefangene Hummer, der offiziell als schwerstes marines Krustentier bezeichnet wird, etwa 21 Kilogramm. Der Hummer wurde 1977 vor der Küste von Nova Scotia, Kanada entdeckt. In diesem Video siehst du einen 10 Kilogramm schweren Hummer, der von einer Frau für 200 Dollar gekauft wurde, damit er eine zweite Chance auf Leben bekommt. Es ist erstaunlich, dass dieser Hummer gerettet wurde, denn er war ziemlich groß. Wenn er klein gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich verendet. Schau dir an, wie groß der Hummer ist. Nummer 10. Großer gehörnter Bulle. Ankole, Watusi und Texas Longhorns haben riesige Hörner. Dieses erste Video zeigt einen Bullen mit riesigen Hörnern. Schau dir an, wie groß die Hörner dieses Watusis sind. Sie sind einfach gigantisch. Du kannst den Ankole Watusi in diesem Video sehen und auch er hat mächtige Hörner. Sie sind auch wunderschön und beeindruckend anzusehen. Dank der Spenden aus der Gemeinde kann das Ankole Watusi, das auch Häuptling genannt wird, seine letzten Jahre zu Hause verbringen. Nach dem Tod seines Besitzers wurde das arme Tier depressiv. Diese Tiere haben so gewaltige Hörner. Ich frage mich, wie schwer es sein muss, sie den ganzen Tag auf dem Kopf zu haben. Nummer 9. Nilkrokodil. Auf unserem Vorschaubild siehst du ein Krokodil, das so groß ist wie Godzilla. Ist das überhaupt möglich oder ist das ein Fototrick? Ich wette, das Krokodil ist echt, aber die Art, wie das Foto aufgenommen wurde, erweckt den Eindruck, dass das Krokodil viel größer ist. Stell dir vor, ein so großes Krokodil gäbe es wirklich. Dieses Foto von einem Nilkrokodil ist ein weiterer Beweis dafür, wie groß diese Reptilien sind. Dieses hier hat ein lustiges Gesicht, aber es ist sehr groß. Dieses riesige Krokodil kommt aus dem Wasser, um nach Futter zu suchen. Und der Typ, der es füttert, ist verrückt, wenn er ihm so nahe kommt. Ein Ausrutscher mit dem Fuß oder eine falsche Bewegung und der Mann wird zum Krokodilfutter. Wie groß das Krokodil wirklich ist, siehst du, wenn du einen Mann siehst, der direkt hinter ihm steht und dann direkt neben das monströse Tier kauert. Hier ist ein weiteres riesiges Krokodil, aber dieses Krokodil ist ein Salzwasserkrokodil. Außer dass es riesig ist, macht dieses Krokodil nicht viel. Ich vermute, es ist Zeit für eine Siesta am Nachmittag. Deshalb sonnt es sich in der Sonne und genießt das Wetter.
Nummer 8. Riesige Stabheuschrecke. Stabheuschrecken sind eine Art von stark getarnten Insekten. Sie vermeiden Fressfeinde, indem sie sich mit Pflanzenmaterial vermischen. Wie ihr Name schon sagt, ähneln sie Stöcken und können sogar hin und her schwingen, um einen sich im Wind bewegenden Zweig zu ähneln. Du kannst sehen, wie groß die Stabheuschrecke in diesem Video ist. Und ihre Tarnung ist absolut erstaunlich. Sie sieht aus wie der Ast eines Baumes, der auf der Hand dieses Kerls läuft. Hier ist eine weitere riesige Stabheuschrecke, die gerne mal spazieren geht. Diese Kreaturen sind ziemlich speziell. Ich würde gerne mal eine in Natura sehen. Dieser Typ lässt einen auf seinem Gesicht laufen und entfernt sie dann. Ich vermute mal, dass sie nicht aggressiv ist. Nummer 7. Riesenkrebs und Hummer. In diesem Video kannst du sehen, wie dieser Mann einen in der Hand hält. Und sie ist ziemlich groß. Außerdem sieht er gruselig aus und jede Kreatur, die so viele Beine hat, macht mir eine Gänsehaut. In diesem Video können wir einen tasmanischen Riesensüßwasserkrebs sehen. Er sieht aus wie ein Hummer, aber seine Zangen befinden sich eher an der Seite seines Körpers. Ich weiß nicht, wo dieser Typ hin wollte, aber aus irgendeinem Grund wollte er die Straße überqueren. Nummer 6. Riesige Orang-Utans. Orang-Utans sind, im Gegensatz zu normalen Affen, Menschenaffen, die 97% ihrer DNA mit dem Menschen teilen. Orang-Utans sind geduldige und intelligente Säugetiere. Wenn Orang-Utans in Dörfer eindringen, treffen sie auf Einheimische, was zu Konflikten und Schäden sowohl für Orang-Utans als auch für Dorfbewohner führen kann. Der Leiter der BKSDA bedankte sich für die schnelle Reaktion auf diese Situation. Die wiederholte Umsiedlung des Orang-Utans zeigt, dass die Bemühungen um den Schutz wildlebender gefährdeter Arten die Zusammenarbeit aller Beteiligten erfordern. Die Gemeinde kann zu diesen Bemühungen beitragen, indem sie die Lebensräume der Wildtiere wiederherstellt und weitere Schäden an ihnen verhindert. Rudy Valentino ist kein Modedesigner. Er ist ein 42 Jahre altes Orang-Utan-Männchen, das im Zoo von Houston lebt und das älteste Orang-Utan-Männchen in Nordamerika ist. Er hat sein ganzes Leben im Zoo verbracht. Er ist 1,6 Meter groß und wiegt 112 Kilogramm. Er hat riesige Wangenpolstern an den Seiten seines Gesichts und ist eine erstaunliche Kreatur. Ein Team von Tierärzten, das eine Gruppe von Orang-Utans am Ufer des Rungan-Fluss einfangen will, gerät in einen Hinterhalt des Anführers der Gruppe, eines aggressiven Männchens namens Kasper. Sie müssen Beruhigungspfeile vorbereiten, um Kasper zu fangen. Schau mal, wie groß Kasper ist! Der Scharfschütze bereitet sich darauf vor, den Pfeil abzuschießen, aber er verfehlt sein Ziel und Kasper gibt ihm keine zweite Chance. Also gehen sie in den Wald, um nach ihm zu suchen und finden ihn auch bald. Bei diesem Schuss steht alles auf dem Spiel. Wenn der Scharfschütze nicht trifft, ist die Sicherheit des Teams in Gefahr. Mit der Stärke von 7 Männern ist ein wütender Kasper potenziell tödlich. Der Schuss geht genau ins Schwarze, aber irgendetwas stimmt nicht. Kasper rückt wieder vor. Vollgepumpt mit Adrenalin scheint es, sie bräuchten ein stärkeres Beruhigungsmittel, um den riesigen und starken Mann auszuschalten. Aber ihn so schnell wieder abzuschießen könnte für den großen Kerl gefährlich sein. Also beschließt das Team, bis zum nächsten Tag zu warten. Nummer 5. Größte Fledermaus. Der Bismarck-Maskenflugfuchs lebt in Papua-Neuguinea und ist nach dem Bismarck-Archipel benannt. Sie sind die größten Fledermäuse der Welt. Diese Tiere werden wegen der fuchsähnlichen Form ihres Kopfes als Flughunde bezeichnet. Ihre Flügelspannweite kann bis zu 1,6 Meter betragen, liegt aber normalerweise bei knapp 1,5 Metern. Sie hat spitze Ohren und keinen Schwanz. Sie sind eine der wenigen Säugetierarten, bei denen die Männchen säugen können. Sie fressen Früchte, Nektar und Blumen. Sie können keine Echos orten, aber haben gute Augen. Ihre Kolonien können bis zu 200.000 Fledermäuse umfassen. Sie müssen wirklich ziemlich große Hochzeiten haben. Kleine Populationen auf Inseln haben besondere Probleme bei der Erhaltung. Die Flughunde auf den Inseln sind besonders stark vom Aussterben bedroht. Aufgrund ihres begrenzten Verbreitungsgebietes und der geringen Populationsgröße stehen sie vor einer Reihe komplexer Probleme. Obwohl die größte Bedrohung der Flughunde auf den Pazifikinseln die unregulierte Jagd für den kommerziellen Handel ist, gibt es noch viele weitere Bedrohungen, die sich zu einem ernsthaften Hintergrundrisiko summieren. Der Flughund in diesem Video wurde tatsächlich in Pakistan gefunden, also reist du diese Fuchsart wohl ziemlich weit. Hier ist eine weitere Riesenfledermaus, die auf dem Boden krabbelt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Fledermaus verletzt ist, aber nach normalem Fledermausverhalten sieht das für mich nicht aus. Crescent, Bondi und Sinclair wurden gerettet und keiner von ihnen war mehr als ungünstig platziert und unverletzt. Sie waren erleichtert, als sie freigelassen wurden, obwohl Crescent die ganze Fahrt zum Freilassungsort über gejammert und protestiert hat. Es ist beeindruckend zu beobachten, wie sie in die Kolonie fliegen, ihre Flügel ausbreiten und sich beim Fallenlassen mit Luft füllen, gefolgt von dem ersten kräftigen Schlag nach unten, der sie aus ihrem Fall heraushebt. Es ist faszinierend, die Kraft in ihren Schlägen zu beobachten. Sie schauen sich auch in der Gegend um, bevor sie abheben. Nummer 4. Ochsenfrösche. Der afrikanische Ochsenfrosch ist der größte und gewalttätigste Frosch Afrikas. Trotzdem ist er ein liebevolles und fürsorgliches Elternteil. Ochsenfrösche laichen in kleinen Tümpeln am Rande größerer Teiche ab und ein Männchen bleibt nach der Paarung zurück, um ein Auge auf die frisch geschlüpften Kaulquappen zu werfen. Wenn der Tümpel auszutrocknen beginnt, gräbt der verantwortungsbewusste Vater nach einer neuen Wasserquelle.
Diese zwei riesigen Ochsenfrösche entspannen sich und schauen ihrer Mahlzeit beim Spielen zu. Sie haben wohl herausgefunden, dass diese kleinen Küken die Mahlzeit sind. Einer der Frösche fängt Insekten, die als Appetitanreger in das Gehege geworfen wurden, und schnappt sich dann schließlich eines der Küken. Der größere der beiden Frösche hat sich noch kein Küken geschnappt, aber ich bin mir sicher, dass auch er das irgendwann tun wird. Der Mann, der den Ochsenfrosch filmt, geht mit ihm spazieren. Er sagt, dass die Frösche intelligenter sind, als die meisten Leute denken, und dass man sich von dem Froschgesicht nicht täuschen lassen sollte. Nummer 3. Riesenotter. Der Riesenotter, manchmal auch als Flusswolf bekannt, ist eine Wieselart, die nur in Südamerika vorkommt. Mit einer Länge von bis zu 1,8 Metern ist er der größte Otter der Welt und das größte Mitglied der Wieselfamilie. Dieser riesige Flussotter fühlt sich faul und sonnig in der Sonne. Er wälzt sich ständig um und wechselt die Position und scheint ziemlich unruhig zu sein. Otter haben eine Menge Energie, also ist ihm wohl einfach nur langweilig. Vor allem aber demonstriert die Geburt dieser Welpen die Rückkehr des Top-Wasserraubtiers und zeigt, wie Argentinien zum ersten Mal in seiner Geschichte ein ausgestorbenes Säugetier wieder einführt. Die Tierpfleger des Chester Zoo sind untröstlich, wenn ein Riesenotter eingeschläfert werden muss. Ich denke, dass Menschen, die täglich mit diesen Tieren arbeiten, extrem an ihnen hängen. Und das ist auch verständlich. Nummer 2. Dutch Dweft. Das gewaltig gebaute Dutch Dweft ist eine Rasse von Zugpferden, deren Körperbau und Aussehen den belgischen Dwarft unter Dennenpferden ähnlich ist. Dutch Dwarfs werden heute als Freizeitpferde eingesetzt und haben neben dem Fahren und der landwirtschaftlichen Arbeit auch an Dressurwettbewerben teilgenommen. Du kannst die Kraft dieser Pferde sehen, wenn sie die Straße entlang traben. Ich möchte nicht von einem dieser Biester zertrampelt werden. Sieh dir an, wie stark dieses holländische Zugpferd ist, wenn es im Wald ein paar Baumstämme schleppt. Das sind starke Arbeitspferde und du kannst ein Beispiel dafür sehen, wenn dieses Pferd diesen riesigen Stamm zieht. Das ist unglaublich. Sieh dir dieses Pferd an. Was für ein Biest. Ich kann gar nicht fassen, wie groß es ist. Nummer 1. Tibetische Mastiff. Der tibetische Mastiff hat seinen Ursprung vor vielen Jahren in Tibet. Tibetische Mastiffs wurden gezüchtet, um Vieh und Eigentum zu bewachen. Und das tun sie auch heute noch, aber sie sind auch großartige Haustiere und Ausstellungshunde. Trotz ihrer furchteinflößenden Statur sind diese Welpen riesige Softies, wenn es um ihre menschlichen Verwandten geht. Fremde sollten Vorsicht walten lassen und vertrauenswürdige Menschen sollten sie ihnen vorstellen. Schau dir dieses Monster im Video an. Was für ein flauschiges Biest. Es sieht eher wie ein Bär als ein Hund aus. Mit dem langen Fell und dem großen Kopf ist es kein Wunder, dass es ein guter Wachhund ist. Schau dir an, wie er in diesem Käfig aufsteht. Das ist noch furchteinflößender. Stell dir vor, ein so großer Hund läuft auf dich zu. Das ist definitiv ein beängstigender Gedanke. Mir haben viele dieser Clips gefallen, aber mein Favorit war die riesige Stabheuschrecke. Welcher war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Countdown der 15 größten jemals gefangenen Tiere. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.